Hallo und herzlich willkommen bei den Wegelagerern. Wir haben im Januar angefangen, uns auf unsere Pilgerreise vorzubereiten. Damals haben wir gedacht, wir trainieren ein bisschen und laufen regelmäßig größere Strecken. Das haben wir nicht ganz so geschafft. Der Alltag hat sich dann oft nach vorn geschoben. Was wir aber geschafft haben, ist ein paar Videos zu machen. Zwei davon zu dem Thema, warum wir eigentlich pilgern. Und dieses Thema ist nach wie vor aktuell und auch das, was wir da gesagt haben, ist noch aktuell. Deswegen seht ihr jetzt ein Video aus dem Winter. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Gott mit euch und Bon Camino. Hallo zu einem weiteren Vorbereitungsblock mit den Wegelagerern. Wir haben jetzt Winter, wie man hinter uns sehen kann, und wir sind dabei, weiter vorzubereiten, wobei wir in den letzten Tagen gar nicht so viel gemacht haben. Aber heute haben wir uns mal wieder auf den Weg gemacht. Und eines der wichtigen Themen, nach dem wir immer gefragt werden, ist, warum wollt ihr eigentlich nach Spanien pilgern? Und da gibt es zwei Sachen. Das eine liegt so in der Vergangenheit, die Gründe, die in der Vergangenheit liegen. Das andere sind die Gründe, die eher so in der Zukunft liegen. Und was in der Vergangenheit liegt, da möchte ich heute was dazu sagen. Es ist im Endeffekt so, dass wir seit einigen Jahren jeden Sommer ein Stück gepilgert sind. Wir sind 2015, glaube ich, in Görlitz gestartet und sind dann so etappenweise am Anfang kürzere Strecken, dann immer länger. Wir sind einmal mehr als 14 Tage gepilgert von Görlitz über Eisenach, Marburg, über Koblenz, dann an der Mosel entlang bis nach Schengen, also bis ins Dreiländereck, Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Wir haben also Deutschland einmal zu Fuß durchquert und bei der letzten Tour jetzt an der Mosel entlang im Sommer, da haben wir auch erstmals im Wald übernachtet, beziehungsweise in Schutzhütten. Und das hat uns viel Spaß gemacht. Das ist sozusagen der Grund, der in der Vergangenheit liegt. Wir haben Freude dran. Wir haben das schon probiert, wir haben da so ein bisschen Blut geleckt und deswegen freuen wir uns auf ein neues Abenteuer, nachdem wir eben Deutschland einmal durchwandert sind. Und wir haben jetzt Zeit, wir haben, auch das liegt sozusagen in der Vergangenheit, das Sabbatjahr beantragt. Meine Frau ist quasi vom Schuldienst freigestellt und wir haben dafür gespart. Und jetzt können wir uns ein paar Monate auf den Weg machen und nach Spanien laufen. Das sind die Dinge sozusagen, weil wir das schon geprobt haben, weil wir es können, weil es in der Vergangenheit liegt. Und das, was in der Zukunft liegt, das erzählen wir euch ein andermal.